So, hallo, willkommen bei Martin auf dem Channel. Ich habe die Absicht, kurz etwas über Feldtiefe zu erzählen, und zwar zu informieren. Ne? Ich bin selbst YouTuber, ich mache ein paar Filme, einige im Jahr über, nicht allzu viel. Der Channel ist ja nicht überbevölkert mit Clips. Also, worum geht's? Naja, viele fragen sich, was brauche ich für ein Objektiv, für was für eine wie kann ich es erreichen, dass ich im Bild scharf bleibe, was sind die Vor- und Nachteile zwischen einem automatischen Objektiv mit integriertem automatischem Ultrasonic Zoom zum Beispiel, oder Fokus meine ich, Zoom ist, ja, kommt vermutlich auf selbe raus. Gut, ich mag es lieber mit Festbrennweite zu filmen, weil ich werde jetzt unscharf, jetzt werde ich wieder schärfer. Das liegt daran, dass sich der Fokuspunkt nicht verschiebt. Das hier ist ein Weitwinkelobjektiv. Damit ist der Schärfenbereich relativ schnell voll abgedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt das Objektiv nachher aufsetze, dann werdet ihr sehen, dass ungefähr ab hier, wo jetzt unscharf ist, ist scharf. Man sieht viel mehr und das Bild ist scharf von hier bis nach hinten in die Unendlichkeit. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das sind jetzt die Linsen, die hier drin sind, dass die nahe beieinander liegen. Dementsprechend ist der Einfang des Bildes schnell hier hinten scharf gestellt und es kann sehr viel eingefangen werden. Wenn die Linsen weiter auseinander sind, ist klar, dann wird der Blickwinkel wird enger, wird fokussierter, ne? Und die Feldtiefe verändert sich. Das bedeutet, wenn ihr eine große Linse habt, eine 30er zum Beispiel, wie hier, wo ist das Gerät? Das ist ein Gerät. Das hier ist ein Taiyo 3S. Das ist ein Helios-Objektiv, also dieselbe Firma, die Helios-Objektive hergestellt hat. Das ist ein super scharfes, billiges Objektiv, also billig, günstig, preiswert, 50 Euro. Ihr seht damit auf 200 Meter, seht ihr ohne Probleme Katzenhaare. Also das ist, außer Katzenhaare, das macht noch Katzenhaare scharf. Das ist wirklich saugut, ich kann es jedem nur empfehlen. So, das hier hat aber nur einen kleinen Blickwinkel auf 5 Meter. Ne? Also das ist nahezu unmöglich, damit auf 5 Meter ein Gesicht zu fotografieren, weil halt einfach die Brennweite halt hier, was da reingeht, zu klein ist auf 5 Meter. Wenn jetzt hier ist, dann sieht das Objektiv hier nur die Hand, oder? Wenn ich die Hand wegnehme, sehe da hinten mehr davon. Das ist halt, weil das ein Kegel ist. Ne? So, wenn ihr jetzt automatische Objektive nehmt, habt ihr oft dieses Problem, dass selbst wenn ihr in dunklen Räumen seid, dass ihr da einen miesen Kontrast habt. Ne? Das liegt daran, dass halt die Software versucht, die Linsen immer scharf zu stellen anhand des Kontrastes, der dahinter liegt. Ne? Wenn es zu dunkel ist und es ist ein mieser Kontrast, dann kann die Kamera nicht die Konturen fixieren und dann ist der Kontrast gering. Soweit meine Analyse davon, das ist mal Fakt. Ne? Ich könnte mich da auch irren, ich weiß nicht, wie die Software geschrieben ist, kann man aber, würde ich so machen, wenn ich Programmierer wäre, dass die scharfen Kanten und desto stärker der Kontrast ist, dass es desto einfacher ist, es scharf zu stellen. Ne? Oder halt mit einem Laser, der abmisst, unsichtbar, Infrarot, wie ist die Distanz, dürfte es da scharf sein oder nicht, und das halt mit einem Programmcode abzugleichen. So, wenn ihr scharfe Bilder wollt, dann nehmt ein 5er Objektiv, Festbrennweite, oder nehmt halt ein Weitwinkelobjektiv und filmt damit. Dann habt ihr das Problem nicht mehr, dass immer das Fokus-Zooming stattfindet, oder? Und ihr könnt Linsen mit Adapter verwenden. Jetzt ist da die Nikon 105 mm drauf. Die hat mir sehr, also ist mir eine der liebsten Farbwiedergeber. Hat die beste Sättigung, meiner Meinung nach, also eine der besten Sättigungseffekte, meiner Meinung nach. Das hier ist ein Bild, habe ich damit geschossen, auf der Nikon D750. Das hier ist
Model Shot, sagen wir mal so. Und ja, ihr seht selbst, das ist sehr gut gesättigt an den Farben, ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja, und ich kann jedem nur das Objektiv empfehlen. So, das kurz wegräumen. Ja, gut. Ja, was ist noch? Ja, wie gesagt, ihr könnt jedes Objektiv verwenden, das ihr wollt, wenn ihr damit einen Adapter an die Kamera anpackt. Finde ich gut, ich habe mehr Objektive. Es hat einen Vorteil, dass man sich das beste Glas aussuchen kann, das es gibt. Die Nikon-Linse, damit wurde das afghanische Mädchen, das aus dem Krieg floh, fotografiert. Auf Time war das Cover. Ich glaube 19, ja, da halt im Afghanistan-Krieg war, die Russen eingefallen sind. Ich weiß das nicht vom Datum her. Aber es ist eine der besten Porträtlinsen, die es gibt. Also, oder halt die Zeiss Plana 85mm F1.4 oder 1.8. Das ist auch eine sehr gute Porträtlinse. Also ich filme lieber mit diesen hochqualitativen Linsen und ohne dauerhaft den Flackerfokus. Das mag ich nicht. Und ja, ich kann euch oder dir nur empfehlen, legt auch so eine Linse zu, ist viel einfacher. Die Linsen kosten nicht viel mehr als eine Kit-Lens. Also es gibt natürlich sauteure Linsen, ist klar. Eine Plana kostet auch um die 1000 Euro. Aber das, ihr werdet da ein Schnäppchen finden auf in der eBay-Bucht oder sonst irgendwo im Handel oder guckt auf Flohmärkten. Ich habe da ein Zeiss-Objektiv für 30 Euro erstanden. Das ist eines der besten Objektive. Das ist ein 50er Planar, habe ich nachher verkauft. Das ist aber auch eines der Superlativen. Also ihr werdet da, wenn ihr die paar Objektive, ich kann die auflisten, wenn ihr euch daran orientiert, dann habt ihr wirklich für Video die besten Linsen, die es gibt. Also es gibt auch Kinolinsen, die sind aber wesentlich teurer, aber wenn ihr jetzt hier so im YouTube-Bereich oder im Hobby-Bereich oder auch für hochprofessionellen Einsatz einfach eine Festbrennweite nehmt mit einem Adapter für eine gute Kamera, eine Fuji X-H1 zum Beispiel jetzt mit 4K, auf der das Video jetzt gerade aufgezeichnet wird, oder eine Sony Next, die ist auch noch gut, die hat auch sehr gute Farbwiedergabe, macht super tolle Bilder, ist alt, aber ist halt eine magische Kamera, sagen wir es mal so, gibt ja da ein paar, die Nikon D700, die ist hier, ich werde gleich wieder scharf. So, das D700. Ich habe das glaube ich abgeklebt, oder? Da ist das gar nicht drauf. Steht nicht drauf. Ja, hier unten steht es halt drauf. Weiß nicht, ob man das sieht, aber hier D700. Das ist auch eine, die hat noch kleinen Klappbildschirm. Die liefert aber auch magische Bilder, also das ist unglaublich. Ich habe noch eine andere. Ist was kaputt, das fällt mir gerade auf. Aha, das ist nicht gut. Naja, muss ich mal richten. Scheint was defekt zu sein. Ja, egal. Das hier ist die Sony Nex. Damit könnt ihr auch gut filmen. Die hat jetzt schon ein Klappdisplay. Die sind billig, die kosten um die 100 Euro. Ich habe jetzt keine, ich habe 110 Schweizer Franken dafür bezahlt vor 5 oder 6 Jahren. Und die ist auch, wie gesagt, qualitativ sehr gut, lässt sich auch gut Objektive daran adaptieren. Von der Herstellerseite ist klar, die Hersteller wollen ihre Produkte verkaufen und wollen den Konsumenten dazu bringen oder zwingen, im Ökosystem des Herstellers zu bleiben. Bei Hasselblad wüsste ich jetzt nicht, ob man da überhaupt ein Foto schießen kann, weil der Verschluss von der Kamera ist im Objektiv drin und nicht an der Kamera selbst. Weiß ich aber nicht, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass dort wird ein Zwang erschaffen, damit die Kunden im Hasselblad-System bleiben müssen, damit sie Objektive kaufen müssen von Hasselblad. Aber wie gesagt, nur eine Behauptung. Könnt ihr mich in den Kommentaren schlachten, wenn ihr wollt, dafür. ja, soviel zum Thema Feldtiefe nochmals. Wenn er mal ein Objektiv nehmt, könnt ihr einen Meter nehmen, haltet den Meter mal, macht ihn irgendwo fest,
beleuchtet ihn gut, schätzt ab, wo es scharf sein könnte und dann stellt euch da hin, messt aus, wie tief die Felltiefe da ist. Dann habt ihr auch einen Messwert. Ich bin Fachmann für Prozessoptimierung oder Prozessfachmann. Hab die Weiterbildung dazu gemacht, das ist eine höhere Fachschule. Und bei mir wird gemessen. Das ist einfach das Beste. Wenn man misst, dann weiß man, woran man ist. Man kann Standards aufsetzen. Man kann sagen, gut, mach das Kreuz hier oder hier. Ein bisschen weiter hinten, ein bisschen weiter vorne. Dann weißt du genau, in den 10 cm kannst du dich bewegen. Und dann hast du wiederholbare, erfolgreiche, gute Filmerlebnisse. Ja, das war's eigentlich. Wie gesagt, wenn ihr große Linsen habt, dann ist das Feld, wo ihr drin stehen könnt, relativ groß, aber halt die Brennweite, der Blickwinkel ändert sich halt. Und desto größer die Brennweite gibt es auch Charts dafür, da könnt ihr bei einem 30er Objektiv ist es etwa so, bei einem 50er ist natürlich ist größer, oder bei einem 24er ist natürlich ganz groß, oder bei einem 500er ist halt der Winkel ganz eng. Ne? Und da müsst ihr halt wissen, wann, wo wird es etwas scharf sein, wenn ihr, also könnt ihr ausmessen und dann da halt da hinstellen, oder sonst könnt ihr halt einen Zoom benutzen, wenn das ein elektronisches ist, aber ich rate davon ab, die Zooms sind nicht so super gut, ich sehe das immer wieder, es ist ein elendes Zoom-Geflacker, geht immer hinten nach hinten und vorne, vor allem wenn hell-dunkel-Bereiche sind, ist es einfach nur verbesserbar, meiner Meinung nach, aber ja, ich zwinge das ja keinem auf, man muss ja selbst jeder wissen, wer hierher kommt und sich das Video angeguckt hat, weiß jetzt, es geht auch besser. Ne? Also mir ist das lieber, dann kann man hier wo stehen und es bleibt im Zoom und sonst muss man halt umschwenken. Ne? Ich wechsle jetzt noch die Linse kurz, ich packe jetzt noch die 14-24 Nikon drauf, dann seht ihr gleich den Vergleich. Hier ist, von hier weg sollte etwas scharf sein, bis hierhin. Und jetzt Nikon werdet ihr sehen, dass es ab hier etwas scharf ist. Ne? Und dann war es das schon. So. Das hier ran. So, mal gucken kurz. Ja, das ist gut. Ja, so, jetzt seht ihr, es ist viel mehr scharf, oder? Die Tiefe des Bildes ist weitgehend scharf, vermutlich etwa bis hierhin. Ja, und das könnt ihr machen, indem ihr einen Adapter kauft und halt gebrauchte Linsen ranpackt. Kommt günstiger und ihr seid viel unabhängiger von den ganzen Herstellersystemen. Es gibt Adapter mit Elektronikkontakten, die dann die Informationen vom Objektiv an die Kamera weiterleiten und den Bilddaten fixieren. Aber bei den meisten Manuellen, die ich nutze, ist das egal. Es gibt auch Adapter, die können voll fokusfähige Linsen elektronisch nachher ansteuern, aber das brauche ich nicht. Ich schieße das zu 99% bin ich eigentlich manuell unterwegs, weil es ist mir einfach angenehmer. Klar, für Sportfotografie braucht er halt besseres Equipment, aber das kann man ja auch ohne Probleme nachher die Fotos an Sportmagazine verkaufen. Also da wird auch die Investitionsmöglichkeit oder die Kapitalgröße ist dann nicht groß entscheidend für die Beschaffung eines teuren Objektivs oder eines teuren Systems. Das hier ist einfach für einfache YouTuber. Oder für professionelle YouTuber, die gern einfach die Fokusflackerei rausbringen wollen und wiederholbare, gute Bilder und Filme machen wollen. So, das war's. Dankeschön von mir. Lasst etwas Kommentar da und Peace. Einen schönen Tag. Tschüss.